Also ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre in der dritten Liga, sowas habe ich noch nicht so oft gesehen. Jedes Auswärtsspiel ist für uns quasi wie ein Heimspiel. Und Jannis, herzlichen Glückwunsch, war heute eine deutliche Sache, 41-24, sieht so Spielfreude, sieht so Torhunger aus. Ich denke schon, also ich glaube, dass sich heute auch gerade unser großer Kader ausgezahlt hat. Ja, Jörg vergleicht das immer gerne so ein bisschen mit dem Eishockey, wie er wechseln möchte. Da ist es, glaube ich, dass ein Spieler 50 Sekunden auf dem Feld ist, sagt er. Und man sieht schon, dass wir echt rennen und auch Spaß dran haben. Und ja, ich glaube, heute hat sich gerade am Ende das dann ausgezahlt, dass wir am Ende dann einfach gelaufen sind und Spaß dran hatten und Tore gemacht haben. Und ja, das zeigt sich dann natürlich am Ende auch auf der Anzeigetafel. Auch du hattest Spaß, kommst immer besser rein, fühlst du dich wohl? Definitiv. Also die Jungs haben mich von Anfang an gut aufgenommen. Jetzt ist natürlich mit Peter eine enorm wichtige Stütze weggebrochen. Und ich versuche natürlich da auch jetzt meine Rolle einzunehmen. Und ja, habe hier Spaß am Handball. Das Spiel liegt mir, was wir hier spielen, also viel Tempo. Und ja, ich komme besser rein definitiv und fühle mich wohl in der Mannschaft, aber das schon eigentlich seit Tag 1 hier und auch in der Stadt. Alles super. Du als Nordlicht, wie ist es hier im Süden und in Zürich zu studieren, also das Kontrastprogramm zum hohen Norden? Also das Schwierigste ist erstmal die Sprache. Ja. Ich habe ja schon gehört, dass hier die Sprache noch gar nicht so schlimm ist mit dem Dialekt. Da gibt es schon schlimmere Teile hier in Baden-Württemberg, aber ich hatte schon Situationen, wo ich einige Sachen nicht verstanden habe, ein paar Mal nachgefragt habe, aber die Jungs sind da, haben da Nachsicht mit mir und erklären mir dann auch öfter mal alles. Und ja, ich denke, nach dem Jahr kann ich auf jeden Fall ganz gut Schwäbisch hier. Wie bewusst ist es dir und euch denn überhaupt, was ihr hier leistet? Jetzt 12. Sieg im 12. Spiel, 24-0 Punkte, neben Potsdam die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Muss man sich das bewusst machen oder ist das sowieso total uninteressant im Moment? Also ich finde, bewusst machen kann man sich das schon, dass man die Leistung, die man jetzt gebracht hat, über die Saison respektiert auf jeden Fall. Aber ja, wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann bringt uns das in Zukunft erstmal nicht so viel. Also für diese Runde jetzt natürlich, aber jetzt gilt es natürlich auch, sich super einzuspielen und trotzdem noch immer besser zu werden. Und jetzt auch mit Ausfällen, die ja jetzt auch kommen können durch die Corona-Situation, dass wirklich hier jeder seinen Platz findet und dass wir das so, wie wir es bisher machen, ganz gut kompensieren können. Und ich glaube auch, dass das unsere große Stärke nachher sein könnte, dass wir einfach auch auf jeder Position so breit besetzt sind, dass wir solche Situationen dann auch ganz gut meistern können. Jetzt ist ja Corona leider wieder ein bisschen zurück. Zuschauerzahlen nicht mehr ganz so hoch jetzt, aber du hast die Schänzelhölle mal erlebt gegen Fulling, gegen Balingen. Wie ist so dieses Gefühl und auch auswärts die HSG-Fans am Start? Und da schließe ich gleich die letzte Frage mit an. Das nächste Auswärtsspiel in Oppenweiler-Backnang, das wird, glaube ich, nochmal eine andere Nummer als heute. Ja, also das ist Wahnsinn hier mit den Zuschauern. Hier haben wir es jetzt zweimal, glaube ich, voll erlebt. Das war schon wirklich geil, aber was ich echt Wahnsinn finde, ist, dass die auswärts mit so vielen Leuten mitfahren. Also ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre in der dritten Liga, sowas habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich glaube höchstens mal bei Rostock oder so, aber ansonsten ist es wirklich, jedes Auswärtsspiel ist für uns quasi wie ein Heimspiel. Und ja, das merkt man dann auch einfach im Spiel, dass das dann leichter fällt, man vielleicht auch ein paar Pfiffe eher auf seine Seite kriegt, wenn man dann die Zuschauer dabei hat. Und ja, es macht einfach Spaß.